Wir kommen heute zum nächsten Video von Clicker Heroes. Wie schon angekündigt, geht es heute um den Überwelten-Reset. Und es sieht auch so aus, dass ich auf jeden Fall meine 100 voll habe. Ich werde sogar noch die 11. Seele dazu bekommen und damit auf jeden Fall die tiefen Schlucke vervollständigen. Also ein weiteres Errungenschaft, die dann abgeschlossen ist. Danach geht es vor allen Dingen darum, weiter hier diese Grinding, also diese furchtbaren Grinding-Achievements zu vervollständigen. Hier bin ich sogar tatsächlich schon ganz gut auf dem Weg für die 2500. Das werde ich dann ab dem nächsten oder halt mit dem nächsten Weltenaufstieg dann auch weiter forcieren und versuchen, vor allen Dingen die 5-Minuten-Quests zu machen. Für das Achievement hier brauche ich ja sogar 5000 5-Minuten-Quests. Also das dauert noch eine ganze Weile, bis die abgeschlossen sind. Und dann habe ich noch einige Söldner zu beerdigen und noch mehr wiederzubeleben. Also mal sehen, wie lange das dauert und ob ich in der Zeit wenigstens irgendwann diesen blöden Leroy Jenkins mal bekomme. Ja, ansonsten hier natürlich weiter die Zonen. Ich denke beim nächsten Mal, dieses Mal wird es noch nicht ganz klappen mit 7500, aber bei dem nächsten Überwelten-Block wird der auf jeden Fall dann auch fällig werden. Was ich euch heute noch zeigen möchte, neben dem Überwelten-Reset, ist noch eine erweiterte Push-Strategie. Ihr seht, ich bin hier aktuell wieder am Limit mit 7290 und 7300 habe ich jetzt die beiden goldenen wieder bekommen. Wie ihr aktuell seht, die Monster liegen bei hoch 5 hoch 41 und mein Klickschaden ist gerade mal bei 5 hoch 30. Deswegen die zumindest noch in der Lage sind, ein bisschen was zu reißen, aber eben nicht allzu viel. Und da ich natürlich die Idle-Boni aktuell nicht aktiv habe, bekomme ich auch die ganzen Geld-Boni nicht. Ein Großteil der wichtigen Geldmultiplikatoren fällt weg. Also einmal natürlich hier der Idle-Bonus, der mit hoch 12 am höchsten ist. Sowie da die Klicker ja, die Autoklicker aktiv sind, fallen die 6-mal inzwischen 2,6 hoch 10 weg. Und deswegen kommen auch die Schatzkisten ohne diese zusätzliche Wohnung nicht an eine Position, wo ich hier genug Geld zusammenbekomme. So, meine klassische Strategie war ja an der Stelle jetzt, dass ich hier einfach hier den Superklicker doppelt laufen lasse und alle anderen einfach durchlaufen lasse und noch meinen Autoklicker, den ich selber noch habe, aufgrund der Gaming-Tastatur, wo einfach so ein Dauerklicker einprogrammiert ist, um hier noch ein paar Level zu pushen. Das ist allerdings nicht mehr die einzige Strategie. Ihr seht, ich habe da gerade eine Rübe liegen und diese Rübe lasse ich jetzt einfach mal liegen, weil ich will nämlich was eben zeigen können. Und dazu brauche ich diese nette Rübe. Ich hatte eine ähnliche Strategie schon mal gezeigt ganz am Anfang. Da habe ich sie, also bevor es die Überwelten-Resette gab, da habe ich die dafür benutzt, dass ich den Reset erst gemacht habe, wenn ich eine neue Rübe auf dem Spielfeld hatte. Weil es war nämlich so, dass mit den alten Incidents, also mit den alten Göttern, die man dort berufen hatte, gab es ja einen, womit man das Level nach und nach pushen konnte. Und ich weiß nicht, irgendwo 600, 700, vielleicht auch mehr, hatte ich den auf jeden Fall hochgelevelt. Das heißt, ich habe nach einem Reset in Level 700 angefangen, hatte aber bei weitem nicht das Geld, um tatsächlich meine Heroes so zu kaufen, dass sie dort genug DPS anrichten, um von 700 weiterzumachen. Auch mit der einen Statue, die die Möglichkeit gegeben hat, dass man natürlich mit mehr Geld startet, hat das bei weitem nicht ausgereicht. Aber mit der Rübe hat es damals ganz gut funktioniert. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Neue gestartet habe, einmal die Rübe geklickt habe, habe ich im Verhältnis zu dem zum Beispiel Level 700 dann einmal den Geldertrag bekommen. Damit konnte ich dann ganz locker meine ganzen Helden freischalten, damit sie dann von Level 700 entsprechend loslegen konnten. Zuerst hatte ich da noch ein bisschen mit den Mercenary-Missionen ausprobiert und hat da die Goldmission laufen lassen, aber das hat nicht so stabil funktioniert. Aber mit der Rübe funktioniert es jetzt ganz prima. So, jetzt muss ich natürlich erstmal die ganzen Klicker ausschalten, damit ich nämlich in den Idle-Modus komme. So, dann kann ich hier schon mal das ausschalten und gehe einfach hier eine Stufe zurück. Und warte jetzt letztlich eine Minute, bis der Idle-Modus angeht und klicke dann auf die Rübe, weil auch dann wirkt sich nämlich erst aus, dass ich nicht nur irgendwelchen Geldbetrag bekomme, sondern auch der Geldbetrag für die Rübe, um die Idle-Boni und natürlich um die jetzt inaktiven Klicker einfach nochmal erweitert wird. So, jetzt ist das inaktiv angesprungen, dann kann ich jetzt meine Rübe anklicken und sie hat zwar nur normales Geld bekommen, aber selbst das reicht aus, um hier ein paar Level, mal gucken, also 125 Level. Das wird natürlich nach und nach immer weniger, je öfter man das Spiel wiederholt. Aber warum ist es überhaupt wichtig,
das zu machen, weil natürlich je mehr ich das Maximallevel, das ich in einem Überweltenblock erreicht habe, hier diesen Multiplikator noch mit erhöht. Also dass die maximalen Heldenseelen, auf deren Basis dann natürlich wieder die Ergebnisse von den Mercenaries hier berechnet werden. In dem Zusammenhang ist es letztlich auch wichtig, dass dieser Wert möglichst hoch ist. Daher ist es sinnvoll, wenn ihr sowieso an den Grenzen seid, das einfach nochmal über diesen Mechanismus zu pushen. So, aktuell habe ich jetzt 1,2 hoch 19, das heißt, die 11. ist auf jeden Fall gewiss, dass ich die jetzt beim nächsten Reset bekomme. Und jetzt kann ich euch noch kurz zeigen, also da der hier jetzt um 125 zugelegt hat, hier der erste war mit 250 Bonus, hier gab es nochmal 300 Bonus bei 2000. Hier gibt es erst wieder bei 4000 den nächsten Bonus, dann allerdings mehr Gold. Mal gucken, was hier die weiteren Erweiterungen noch sind oder weiteren Attribute, die er da freischalten kann. Auf jeden Fall kann ich jetzt, wenn ich hier meine Schneemänner wieder draufsetze, seht ihr, dass die jetzt ohne Probleme wieder weiterkommen. Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, den Multiplikator so weit steigen zu lassen, bis er mindestens 100.000 erreicht hat. Meine ist jetzt bei 175.000, bevor man dieses Spiel mit der Rübe anfängt und dieses Hin und Her, weil dann diese Schadenswerte sich hier nicht mehr allzu stark ändern, weil da die Multiplikatoren dann doch zu niedrig sind. So, ich lasse die jetzt hier mal noch ein bisschen machen und gebe mit euch schon mal den Status durch, der sich jetzt nicht mehr so stark verändert hat. Ich bin hier jetzt relativ kurz vor 0,3, das heißt noch mindestens 8 oder 10 Level würde es wahrscheinlich dauern, bis ich hier den nächsten Monster-Bonus dazu bekomme. Das heißt, der ist effektive Level schon bei 92. Wahrscheinlich müsste ich bis 100 kommen, um hier 5 Monster zu überschreiten. Das wäre dann auf jeden Fall interessant, weil dann wäre es das erste Mal, dass ich wieder mit 4 Monstern irgendwie pro Level nur spielen muss. Ansonsten eben hier klassisch klar, wie gesagt, da hat sich nicht viel geändert. Der Mortus ist jetzt bei 2 hoch 20, was sicherlich auch das Höchste sein dürfte, was ich bisher hier erreicht habe, logischerweise aufgrund der Anzahl von Seelen. Was ich jetzt dann doch nochmal aufgrund dieser Push-Mechanik gemacht habe, okay, die Rübe, ich werde das Spiel nicht nochmal wiederholen, deswegen kann ich sie gleich einsammeln. Und ihr seht, da bringt die halt geldtechnisch so gut wie gar nichts. Also dass der Klickschaden auf jeden Fall höher ist, weil ich jetzt eigentlich so einen Combo-Modus habe. Also natürlich der Standard ist Idle-Game, aber eben zum Ende des Idle-Games, um die Levelanzahl zu pushen und um die Belohnung der Mercenaries zu maximieren, schon wieder nur rüber, geht es dann eben darum, wirklich das nochmal mitzunehmen. Dann hier der aktive Schadensmultiplikator, also das, was sich durch die Combo hier eben ergibt, ist mit 2 hoch 5%. Und dann gibt es noch den kritischen Klick, der jetzt auch bei 2 hoch 9 ist, mit 3 hoch 10 Bonus. Ja, aber das einfach soweit. Hier bei den hat sich auch nichts geändert. Es ist letztlich bei den, wir sind jetzt nur noch bei 24. Als ich es euch das letzte Mal gezeigt habe, waren die eigentlich alle bei 25 gestanden, glaube ich. Also hier bei der Ausrüstung hat sich insgesamt nichts weiter geändert. Es ist so geblieben. Und wie ihr gerade gesehen habt, mit 5 hoch 16 bin ich schon eine ganze Weile eben an diesem Maximalwert. Aber mit dieser Push-Mechanik ist es nochmal ganz gut möglich, auch dass sich da das lohnt, weil genug Level zusammenkommen, auch mit dem Maximalwert. Meine Mercenaries lasse ich jetzt erstmal laufen. Der hier hat jetzt 2 Tage zu tun, die anderen nicht ganz so viel. Der hier hat auch 2 Tage zu tun. Es ist an sich ein guter Zeitpunkt für ein Reset. Der nächste Aufstieg dauert ja auch dank der Schneemänner nicht mehr ganz so lange. Ich habe den Tsuzuki im Moment noch nicht mit allen Goldies ausgestattet, sondern nur etwa bis zur Hälfte, was ich dem König Midas dann schon abgenommen habe. Weil es doch immer noch ein bisschen schwierig ist sonst, also wenn der überhaupt keinen goldenen Bonus mehr hätte, tatsächlich bis Level 5000 zu kommen, so ist es im Moment ganz einfach gegangen. Und ich konnte den Übergang recht angenehm ohne größere Aufwände gestalten. So, jetzt erstmal für euch Schluss. Jetzt gibt es noch einen normalen Reset, um natürlich die Heldenseelen einzusammeln. Und damit habe ich jetzt hier Level, also 11 antike Seelen. Und hier werde ich dieses Mal nichts mehr aufgeben, weil ihr kennt ja aus den anderen Folgen schon, wie ich die Verteilung dort mache und mit dem Mortus umgehe. Und jetzt der Überwelten-Reset. Und ich möchte einen Respec machen. Warum, zeige ich euch gleich.
Ich denke, ihr müsst erstmal sehen, wie ich ja noch aktuell aufgeteilt habe. Also klar, 25 waren im Moment auf die Idle-Boni, 24 waren auf die Senkung der Kosten für die Antiken. Einen hatte ich Boop gegeben, weil ich eben von den 10% ausgegangen bin und nicht davon ausgegangen bin, dass diese 10% wieder nur, also eben von 5 auf 5,5 erhöht haben. Deswegen lasse ich das jetzt wieder weg. Hier geht es eh dann um Faktor 200, ja, kann ich auch gleich nochmal nachgucken. Weil, genau, es kommen 1,5 hoch 20, wird dann der neue Maximalbetrag werden und damit wird das ja ohnehin ausreichend ansteigen. Und dann natürlich der Pyramidikus, der im Moment auch mit Level 22 ausgestattet ist. Und das werde ich halt ein bisschen ändern und werde mich noch weiter auf den Shogolot konzentrieren. Also die antiken Kosten weiter zu senken. Ja, einschmelzen. So, dann kann ich jetzt hier gleich schon mal erfolgreich meine Klicker einsetzen. Und ich habe meinen Erfolg mit den 100 Seelen bekommen, mit den antiken Seelen. Und damit die tiefen Schlucke erfüllt. So, jetzt geht es eben hier darum, dass ich den Level 24 hatte ich vorher. Und jetzt ist nämlich genau der Punkt, das ist nämlich schön, weil dann fehlt mir die eine Seele nicht, weil ich wollte ihn jetzt mindestens auf Level 30 bringen. Und das ist jetzt nochmal von Level 70 auf 78, das heißt statt 30% kosten sie jetzt nur noch 22%. Und jetzt beginnt natürlich dann auch wieder ein 4er Block, das heißt ich brauche jetzt 4 antike Seelen, um den noch ein Stück weiter zu bekommen. Mal gucken, wie viel hat er im Moment, knapp 1%. Also das lohnt sich auf jeden Fall noch sehr und bin gespannt, wie stark sich das dann nachher wirklich für die Antiken auch auswirkt. So, hier werde ich gleich mal noch ein bisschen was dazu kaufen, damit natürlich dass meine Autoklicker da ganz fleißig sind und das vorwärts pushen können. So, und jetzt ist nämlich hier, also die 10 und die 20 kann ich auf jeden Fall machen, ebenso wie bei dem Pyramidikus. Und jetzt ist nämlich die Überlegung, dass ich eher dem die eine Seele noch den Idle-Boni dazugebe. Das heißt, ich habe zwar hier bei den beiden jetzt ein bisschen weniger. Bei 10% weniger hätte das die Kosten der Antiken nochmal um ein Drittel gesenkt. Also es ist nicht ganz ein Drittel weniger und hoffe, dass ich damit die inaktiven Boni und die Pyramidikus-Sachen doch ganz gut ausgleichen kann, weil ich die dann doch schneller in ein höheres Level pushen kann, sobald die halt wieder aktiv sind. Jetzt beginnt halt wieder das erste etwas längere Grinding mit den Schneemännern in dem Fall, also mit den Autoklickern, das wahrscheinlich sehr entspannt sein wird, dass ich trotzdem im Hintergrund das Ganze alleine laufen lassen kann, ohne dass ich hier jetzt allzu viel machen muss. Also der nächste Überwelten-Reset ist abgeschlossen und jetzt geht es wieder daran, das Ganze von vorne anzufangen. Also meine Zuckerstange habe ich behalten, bisher hatte ich nur eine weitere davon ausgegeben, weil an sich möchte ich die für einen Epic verwenden, und zwar einen Epic, der auf Heldenseelen spezialisiert ist natürlich. Und mal sehen, wie lange das dauert und wann die Schmiedekohlen verwendet werden können, genauso wie die Blue Coins, ob die dann irgendeine Verwendung finden. Ach ja, vom Reset her, ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, es müsste jetzt wahrscheinlich so um die 50 Tage gewesen sein, also ist die Überschreitung oder der Überweltenreset war jetzt tatsächlich etwas kürzer. Genau, das war jetzt die 9. Weltübersteigung, das heißt ich bin jetzt glaube ich dann in der 10. Welt, nehme ich mal an, dass es so gerechnet werden kann. Und mal sehen, ob das jetzt weiterhin so bleibt, ob sich das jetzt wieder verlängert oder ob das eine recht stabile Zahl bleibt, bis ich hier halt wieder meine nächsten 10 antiken Seelen zusammen habe. Das heißt, dass die nächste antike Seele einfach zu lange dauert und sich dann doch lohnt, einen weiteren Reset zu machen. Ich denke, es wird wahrscheinlich wieder so um den Faktor 100 laufen, dass ich da weitermache und dann ist eben die Überlegung, wahrscheinlich die nächsten 10 Seelen werde ich dann einfach hier auf die beiden dann auf 25 pushen. Vielleicht nehme ich auch ein Level hier dazu und mache den Rest dann auf die beiden aufgeteilt. Und ja, die beiden sind weiterhin erstmal ohne Belang. Also soweit für heute. Mit den tiefen Schlucken verabschiede ich mich und dann bis zur nächsten Folge. Wahrscheinlich dann der nächste Überweltenreset. Vielleicht gibt es auch vorher noch irgendwas Neues, was ich euch mitteilen kann oder was sich an dem Spiel ändert. Also bis demnächst. Tschüss!